einfach toll zu wissen, wie der Anfang war. Schön, schön, dass ihr alle da seid. Die letzten 3 Jahre haben jeden von uns verändert. Kummer, Zweifel, Wut und Zorn haben uns geprägt über lange Strecken und sind auch heute noch präsent. Zweifel und Zorn über den politisch-gesellschaftlichen Umgang mit Krankheit, Gesundheit, dem Sterben und dem Tod, dem Krieg. Vor allem jedoch über den katastrophalen Umgang mit dem freien Willen und der Eigenbestimmtheit jedes Menschen, dem katastrophalen Umgang mit denen, die sich nur bedingt wehren können. Und wir durften auch Neues erfahren, Freude über Weggefährten, Neues miteinander, Staunen über unseren Mut, über uns selbst und das Gewohnte hinauszuwachsen. Dies alles haben wir ausführlich in den letzten Jahren benannt, angesprochen, in den Mahnwachen und im alltäglichen Leben erinnert und ermahnt, uns der Realität gestellt, haben Stellung bezogen. Auf viele verschiedenen Weisen sind wir standhaft geblieben, haben ausgehalten und durchgehalten, uns gegenseitig gestützt durch die Kraft des wachsenden Miteinander. Doch wie es nicht möglich ist, in einer beständigen Angst zu leben, ist es auch nicht möglich, in einem beständigen Zustand des Haltens und Aushaltens zu verharren. In meiner Wahrnehmung befinden wir uns jeder auf seine Weise in dem Dazwischen, in der Puppe zwischen Raupe und Schmetterling. Jeder an einer anderen Stelle, in einer anderen Erkenntnisstufe. Woher nimmt jeder von uns die Kraft, weiterzumachen? Ist ein immer weiter und weiter möglich? Wie handle ich, wenn das Alte nicht mehr da ist und das Neue noch nicht? Möchte ich entfliehen, gerne schon an einer anderen Stelle angekommen sein? Wo befinde ich mich jetzt? Was habe ich gelernt, erkannt in diesen letzten Jahren? Worte, auch bedeutsame, sind schnell gesprochen, zum Teil fast schon zu Schlagwörtern geworden. Eigenverantwortung, Selbstbestimmtheit, meine innere Wahrheit, Würde, Aufrichtigkeit, Authentizität, innerer Frieden. Weiß ich wirklich, wovon ich rede, wenn ich sie in den Mund nehme? Gelingt es mir, ihre tiefere Bedeutung zu spüren, auszuhalten und zu leben? Bin ich von Neuem bereit, wieder und wieder meine Überzeugungen auf den Prüfstand zu stellen, die meinem Reden, meinem Tun, meinem Wirken im Außen zugrunde liegen? Bin ich bereit, mich zu fragen, ob ich aus einer inneren Achtsamkeit und Bewusstheit heraus rede und handle oder um der Bestätigung willen im Außen und von anderen? Gebe ich mir Raum zum Verstehen von mir selbst, zum Aushalten von mir selbst, wenn Unsicherheit und Zweifel auftauchen, wenn Traumata und uralte Verletzungen hervorbrechen durch diese beständige Konfrontation mit dem Außen? Es ist unser Atem, der uns am und im Leben hält. Einatmen und ausatmen, eine aktive und eine passive Phase. In jedem Moment können wir zu ihm zurückkehren und einfach mal nur atmen. Wie lerne ich es, diesen Impuls zu spüren? Ist es mir möglich, passiv zu sein und innezuhalten?
Ist das Eintreten in den Raum des Hier und Jetzt möglich? Raum, in dem die Erwartungen zur Ruhe kommen, Verstand und Herz sich beruhigen? Raum für ein Annehmen meines Nichtkönnens, ein Annehmen meiner Traurigkeiten, meiner Unsicherheit, meines Nichtwissens, wie es weitergeht. Ist es mir möglich, innezuhalten, ohne Reden, ohne Tun, ohne Planen, hin zu einem Lauschen in mich hinein, in dieses Lauschen zu spüren, lässt mich innerlich weit werden. Ich komme zur Ruhe und in eine Geborgenheit, die ich im Außen in der Bestätigung durch andere nicht finde. Ich höre auf, mich mit anderen zu vergleichen, höre auf, mich manipulieren zu lassen, mich bestimmen zu lassen. Ich trete ein in die Selbstbestimmtheit. Jeder von uns hat ein ihm eigenes Wesen mit den speziellen Veranlagungen, Möglichkeiten, Talenten und Begabungen. Deshalb ist es so wichtig, es zu üben, mich innerlich aufzurichten, zu atmen, zu lauschen, zu sein. Es ermöglicht mir, in gelebter Eigenverantwortung, Wahrhaftigkeit, Würde und Selbstachtung meinen Weg zu gehen. In einem Miteinander mit denen, die ebenfalls für sich diese Basis der Aufrichtung und Wahrhaftigkeit gewählt haben. Ich habe heute etwas Schönes gehört. Diese Welt braucht Menschen, die sich wieder an ihre Träume und ihren Mut erinnern. Und es braucht Menschen, die sich gegenseitig dazu ermuntern. Und das seid ihr. Vielen Dank.